Hallo, diesmal geht es auf die Malediven für uns. Wir sind jetzt hier gerade in Hannover und es geht gleich los nach Istanbul. Dort haben wir dann eine Stunde Aufenthalt, beziehungsweise Aufenthalt eigentlich nicht. Wir hetzen quasi zum Flieger, weil es dann nach einer Stunde schon weitergeht nach Male. Genau, der hier in Hannover hat nämlich ein bisschen Verspätung, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Und wir melden uns wieder von da. Seit 15 Minuten über Male und haben jetzt endlich die Landeerlaubnis bekommen und sitzen leider nicht am Fenster, aber ich zeige euch mal am Computer Bildschirm den Landeanflug. Hallo! Da ist auch das Flugzeug. Und hier ist der Flughafen von Male. Endlich Malediven! Wer weiß, wann wir jetzt wieder was zu futtern bekommen. Herrlich, man vermisst Deutschland gar nicht, ne? So sieht es von innen aus. Hier ist das Badezimmer. Und das ist offen nach außen mit Außendusche. Und jetzt gehen wir noch mal zum Strand. Da sind wir nämlich auch direkt am Wasser. Ich bin Aladdin, Mama. Aladdin. Guckt euch mal die umwerfende Aussicht an. Da vorne ist schon direkt das türkise Wasser. Wow, das Paradies ist hier, ne? Hier gibt es ja Fische. Ich fasse es nicht. Es tröpfelt mitten auf den Malediven. Dabei schien eben noch die Sonne. Aber wir lassen uns ja hier jetzt nicht den Spaß verderben, ne? So wacht man doch gerne auf. Herrlich. Schönes Wetter. Türkises Wasser. Sieht man gar nicht, dass es türkis ist, ne?
gehe mal ein bisschen nach vorne. Euch nachher noch mal ein bisschen durch die Anlage von Royal Island. Aber der erste Eindruck ist wirklich wunderschön hier. Ich zeige euch die Kokosnuss. Eine Kokosnuss, ja. Die liegen hier auch überall auf dem Boden rum und da oben hängt zum Beispiel eine Palme voll von Kokosnüssen. Warte, ich zeige euch mal riesig. Hier ist das Frühstücksbuffet. Häufchen. Und alles Mögliche, so sieht der Frühstücksraum aus. Wir werden jetzt mal schnell frühstücken, weil wir noch eine Viertelstunde Zeit haben. Das hat jeder schön mit Schinken, Speck, Würstchen. Die Würstchen liebe ich. Schätze, einen müssen wir uns hier vorne machen lassen. Das habe ich schon. Hier gibt es noch Ausschnitt. Da brauche ich wieder Mangosmoothie. Mit allem Speck mit. Und diverse Salate, Müsli, Obst, alles, was das Herz begehrt. Wir haben gerade gefrühstückt im Meer. Es ist so herrlich. Hier im Hintergrund seht ihr so ein ganz tolles Becken. Das zeige ich euch gleich mal. Und auf der anderen Seite ist hier schon direkt der Strand. Das ist zu hell eingestellt. Ja, sehen wir gleich draußen nochmal. Ich zeige euch jetzt erstmal das tolle Aquarium. Hier ist übrigens unser Pool. Direkt am Strand gelegen. Da ist mein Gatte. Guten Morgen nochmal. Hallo, mein Engel. Hier kann man sich auch schön hinlegen, so ein Daybed. Wir machen das jetzt zusammen. Echt ein Traum hier, wirklich wunderschön. Vor mir schwimmt ein kleiner Hai. Ich versuche mal ein bisschen aufzuholen, aber ich vermute, der ist ein bisschen schneller als ich. Das so schön von mir ab. Hätte ich auch nie gedacht, dass mal ein Hai vor mir fliegt. Naja, besser so rum als andersrum. Man muss auch mal Opfer bringen. Der Hai schwamm mir ja gerade vorbei, der ist ins Wasser gegangen. Und dann kam ein kleines Löchlein und jetzt bin ich ein bisschen nass. Aber das trocknet ja wieder, ne? Macht ja nichts. Hört mal den tollen Vogel hier. So sehen die aus. Wir werden jetzt unseren Nachmittagssnack einnehmen, weil wir schon wieder Hunger haben vom vielen Wassersport. Ja, wir sind heute schnorcheln gewesen. Es war ein richtig schöner Tag bisher. Man sieht hier ganz, ganz viele Babyhaie. Und so Baby sind die gar nicht mehr, weil vereinzelt schwimmt da auch mal ein etwas größerer rum. Die sind dann so, ja, knapp einen Meter würde ich jetzt mal schätzen, so um den Dreh. So, ja, an der Riffkante war sogar noch größer, ne? Der war sogar ja ein bisschen größer, ja. Also gefühlt, für mich. Genau. Und jetzt gibt's Käffchen und Cocktailchen. Und Cocktailchen. Und dann. Ja, dann wissen wir es auch noch nicht. Abendessen, ne? Ja, und dann gibt's später irgendwann wieder Abendessen, genau. Bis dann. Bye-bye. Guckt euch diesen wunderschönen Sonnenuntergang an. Ein Siedlerkrebsrennen fertig. Los. Meiner gewinnt. Das ist meiner. Das ist meiner. Nee, das ist meiner. Das ist meiner. So, warte mal jetzt. Das ist dein. So viel. Meiner läuft in die falsche Richtung. Meiner ist der Weiße, ne? Hallo, andere Richtung. Ja, meiner bewegt sich überhaupt nicht. Der war doch irgendwas der schnellste. Doch. Der dickste. Ja, Matthieu läuft an der Ziellinie vorbei. Das ist auch nicht besser. So, da kommen schon die Führer raus. Guck mal, mein Papa, mal sehen, ob der jetzt über die Ziellinie läuft. Papa ist mit. Deiner dreht um, Mäuschen, der ist auch abgehauen. Oh Mann. Ich will mein Tier gerne abhauen. Hallo, guten Abend. Nee, guten wir müssen Abend. Mehr ins Licht. Wir gehen jetzt Abendessen. Einen schönen. Jetzt sieht man gar nichts mehr. Und wir gehen an einen wunderschönen Tag am Strand. Guck mal, wenn wir uns hier runterstellen. Dann seht ihr, was sehen wir dann? Oh, ja, nicht so. Das ist der Grill, meine Fisch. Fisch für dich. Ja, alles auf einmal. Wenn du das auch isst, kriegst du auch einen Nachtisch. Kann ich sie anfassen? Ja, das rutsche ich dann, ne? Ja, versuch. Die tun
nichts. Kannst du überbrücken? Nein, versuch mal. Machst du mal. Oh, hast du hier gesprochen? Leute, der Tag gestern war lang und die Nacht war kurz und wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen wach holen. Wachen meine ich, oh Gott, das bin ich noch am Schlafen. Heute wollen wir mal ein bisschen schnorcheln. Wir haben gestern schon ein paar Haie gesehen und wollen noch so einen kleinen Ausflug machen, wo Haie und Mantas gefilmt werden. So lässt es sich aushalten. Hier so eine wahnsinnig tolle Natur, echt, wir sind umgehauen. Guckt euch mal dieses türkisblaue Wasser an. Ich hoffe, man versteht mich jetzt besser. Ich habe so Mikrofonpuschel dagegen geklebt, die ein bisschen den Wind da aus dem Mikro legen sollen. Ich hoffe, es funktioniert. Wir gehen gleich noch mal schnorcheln und hoffen, dass wir Haie sehen wie gestern. Und heute Abend gehen wir ja noch die Rochen und Haie füttern. Morgen gönnen wir uns dann mal eine schöne Massage hier. Das ist ein Leben, wa? Dann kann es weitergehen. Guck mal, dieser Hai, mit den Haien bin ich gestern geschwommen. Wir sitzen hier gerade auf dem Steg und gucken uns die Haie von oben an. Da baumelt es. Der Arsch schwimmt da weg. Zwei Stück sogar. Ja. Wir machen jetzt wieder einmal einen Kanu-Trip. Andere Seite Mäuschen, genau, ordentlich rudern. Jetzt versuchen wir mal die Haie hier vom Kanu aus zu sehen. Sind wir denen ein bisschen näher. Wir sind hier gestern auch schon geschnorchelt und werden das nochmal wieder machen. Mama? Ja, hier ist es. Siehst du schon Hai? Manta, da schwimmt ein Manta. Wie cool ist das denn? Direkt an uns vorbei. Bis später. Jetzt geht doch unsere Rochen und Haie kommt doch ins Tor. Wow. Gehen wir nur hier dahin? Thank you.